Ja! Und nee! Das Spiel crasht andauernd irgendwie. Warum auch immer. Also ich habe jetzt gerade irgendwas gemacht, was im Internet empfohlen worden ist. Mal gucken, ob das hilft. Aber auf jeden Fall liegt es wohl hier an den Hühnern, wenn die hier irgendwie reinkommen. Und sagt sich das Game, nö. Das ist mir zu krass. Diese Hühner legen zu schnell Eier. Oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kackt er danach ab. Werdet ihr merken, wenn das Video hier endet. Nein, dann ist es abgekackt. Nein, endet nicht wirklich, aber ich werde es euch schon sagen, wenn es tatsächlich so ist. Also wenn es abkackt. So, jetzt sind die Hühner alle drin. Nein, noch nicht alle. Jetzt sind alle drin. So, wenn ich jetzt gucke. 24 auf 24 von 73. So. Wie gesagt, ich habe was geändert, dann Rack-Edit. So, irgendein komisches Verfahren, was ich machen sollte. Und, ja. Okay, eigentlich hätte es jetzt, also, jetzt hätte es abkacken müssen. Aber irgendwie funktioniert's. Also anscheinend hat's geholfen. Finde ich gut, weil jetzt können wir weitermachen. Scheiße, ey, was auch immer es war. Naja, gut. Ja, wir haben hier ein atomares Problem, und zwar die Schafe wollen sich nicht weiter vermehren. Dafür die Kühe umso mehr, wie ihr seht. Also, ich weiß nicht, was hier mit den Schafen los ist. Die fressen sich gegenseitig auf oder catchen zu hart gegeneinander. Ich weiß es nicht. Ich krieg die einfach nicht dazu, dass die sich vermehren. Die sterben. Aber ich meine, ihr habt das ja auch in der letzten Folge gesehen, soweit ich weiß. Müsste. Ja, klar, müsste. Und wir haben so viel Kohle. Und mit dieser vielen Kohle können wir irgendwas machen. Ich frage mich nur gerade, was? Was könnten wir machen? Wir könnten hier erstmal ein neues Feld bauen. Und zwar ein Feld, was Gras unterstützt. Und damit meine ich nicht das Gras, sondern ich meinte damit Weed. Damit meine ich nicht die Droge. So, nein. So, nein. So. So. So? So? Ja, so. Ist sogar ein Standardfeld, aber besser als nichts. Und dann können wir nämlich damit Alkohol machen und haben sogar ein bisschen Stein und die vermehren sich jetzt von 27 auf 29 schon. Da sind Küken. Hallo Küken. Vielleicht ist es ein bisschen laut eingestellt hier. Vielleicht habt ihr jetzt eine Rückkopplung gehört oder irgendwie sowas. Apropos, hört man mich überhaupt noch? Moment, das muss ich... Ja, man hört mich noch, weil manchmal kackt ja Audition und so ab, dann hört man mich auf einmal nicht mehr. Ich bin ja so ein gewiefter Hund, ich mache das so, dass ich die ganzen Sachen, die man eigentlich... die könnten uns den Arsch retten. Und noch mehr Hühner. Oh verdammt, können wir nicht alle kaufen? Ich glaube, wir können nicht alle kaufen. Nein! Aber vielleicht retten sie uns. Immerhin ist da auch ein kleines Schäfchen bei. Und hier sind immer noch drei. Vorher waren es nur 6. Ach so, die hat er jetzt schon automatisch hinzugefügt hier, oder was? Das schwebende Schaf. Und die wollen kein Kuhleder hier mehr reinpappen. Entweder haben wir keins mehr, was ich sehr stark bezweifle, oder ist es inzwischen sogar in Benutzung, was ich auch sehr stark bezweifle. Und wir haben inzwischen so viel Kohle, dass ich eigentlich sogar den anderen hier zum Stahlschmied machen könnte, aber ich lasse es lieber. Boah, fast 1000 Holz. Krass. 2 Tote. Nee. Firewood is low. Und wie viel Eier macht ihr? Na, okay, noch nicht so viel. 73 Hühner hier, ey. Das ist krass. Krass ist das. Und hier können wir erstmal jetzt wieder einen Zaun aufbauen. Fuck. Fail for me.
So ist richtig. Nein, so. Jetzt ist richtig. Wie, jetzt müssen wieder Sachen gefällt werden, die gerade nicht gefällt werden müssten. Ich verstehe es nicht. Oder die mussten noch gefällt werden, aber ich habe schon beendet. Nomaden! Die ich jetzt irgendwie nicht mehr anklicken kann. Sind die gestorben? Was ist da los? Fragen über Fragen. Doch, da sind sie. 13 Nomaden. Und ja, ich habe sie soeben erlaubt reinzukommen. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war, aber ich denke eher nicht. Weiterbauen. Na gut, wir haben nur noch 5000 Nahrung. Wir müssen uns irgendwie um Nahrung kümmern jetzt gleich wieder weiter. Aber das dürften wir schon hinkriegen hier. So, schon mal sagen, hier Weed. Smoke Weed every day. Burn up, burn, hey. Hm, 20 Farmer haben wir. Und hier. Und na. Und so. Wo ist... Da ist... Hier. Ah. Und hier haben wir, glaube ich, auch irgendwo noch... Da. So. Schon 43 Hühner. Schicken, 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 schicken. Und hier sind wir gleich wieder bei 10.000 Essen. Und wir haben jetzt Leute, die sogar gar kein Heim haben. Aber dafür haben wir doch hier dieses Häuschen, dieses Pennerhäuschen, wo sogar Leute drin sind. Hm. Gut. Aber wir können natürlich hier ein paar Häuschen bauen. Also so ist es ja nicht. So, hier eins hin. Und ja, hier eins hin. Passt doch perfekt. Dann können wir hier zwischen nämlich ein Bänkchen bauen. Ist die Frage, wie rum ist richtig? So rum ist richtig. Das hat man jetzt nicht so gut erkannt. Ich mag ja so kleine Details, die man so setzt. So kleine Annoncen und so. Hierhin. Vielleicht noch hierhin eine Bank. Passt hier irgendwo noch eine? Ja klar. Hierhin. Hierhin passt auf jeden Fall gar kein Zeugs mehr. Deshalb können wir hier noch irgendwie eine Statue oder so hinbasteln. Am liebsten würde ich hier einen Löwen hinbasteln, aber der passt hier nicht in die Gegend. Nehmen wir doch einfach diesen Patron hier. Im nächsten Update von ihm kommt übrigens ein... Alter. Im nächsten Update von ihm kommt übrigens hier ein, wie heißt das, wie hieß das, ach ja, Blumenbeet hinzu. Das, da bin ich mal echt gespannt drauf. Stimmt, hier könnten wir theoretisch noch so zwei Barrels hinzufügen, hier und hier. Und hier nebenan so, zack, so zwei Stück. Hier hinter können wir eins platzieren. Hier in der Nähe könnten wir, genau. Hier so einfach mal hin, so. Oh, hier könnten wir sogar noch. Wo haben wir es? War doch hier, ne? Ja. So eine Bank hinbauen. Und hier könnte man eine Vogelscheuche hinpacken, finde ich. Irgendwie so. Hier so am Rand. So, da.
Gut, normalerweise stehen die im Feld, aber wie willst du das hier machen, wenn du immer so große Felder machst? Gar nicht. Genau. 5000 Nahrung. Oh, jetzt vermehren sich, glaube ich, die Schafe. 8 von 48. Vorher waren es 6. Jetzt geht's. Ja, von denen wollen wir erst gar nicht reden. Boah, wie viele Eier. Und so viele neue Neugeborene. Und so viele verschiedene Jobs hier. Vielleicht ist das sogar ein bisschen wenig. Lass aber hier wirklich 4 einstellen. Und hier holen wir noch ein paar Häuschen dazu, glaube ich. 1, 2, 3 und 4. So. Hin. Und hier packen wir natürlich noch... Wo ist denn so ein Türchen hier? Da. Das denn. Jawohl. Was wir jetzt auch noch nebenbei machen können, ist tatsächlich einen Quarry bauen, auch wenn er so unglaublich viel kostet. Und zwar mit unglaublich viel meine ich 80 Holz und 40 Stein. Aber ja, was soll man machen, nicht wahr? Den setzen wir hier hin am Arsch der Welt, weil ihr seht, es ist riesig. Und dann wäre dieses Ding nichtmals unendlich. Also das muss man sich mal überlegen. Das ist irgendwie ist das falsch programmiert, muss ich sagen. So, das Schiff kann sich unsichtbar machen, das ist cool. Was bringt es denn? Brot und Körnerbrot. Bringt uns nichts. Den fehlt Zeugs. Hier haben wir 6 eingestellt, oder? Nee. Stellen wir jetzt 6 ein. Das ist ein relativ großes Feld. Immerhin sind wir im späten Sommer und das ist ja immer noch nicht fast fertig. Das soll ja komplett abgebaut werden, damit wir übers Jahr über mit dem Flachs arbeiten können. Hier sind immer noch 8 Schafe. Oh, sieht das edel aus hier. Das sieht so lecker aus. Food is low. Boah, wie schnell ging das denn jetzt nach unten, bitteschön? Na gut, bei so vielen Menschen. Okay, aber. Alter Verwalter, ging das schnell. Brauchen wir jetzt einen dritten Fasterpunkt, würde ich sagen. Hier in der Ecke hin. Mit auch natürlich Gatherer und alles drum und dran. Alles, was dazugehört. Gatherer, Jäger. Boah, perfekt. Es passt so perfekt hin. Als wäre es so abgestimmt gewesen. Ist es aber gar nicht. Und hier brauchen wir diesmal sogar einen, obwohl ich glaube, der hier ist noch nicht vollzählig, oder? Ja. Wobei brauchen wir wahrscheinlich trotzdem einen zweiten. Hier müssen wir dann noch ein Lagerhaus hinbauen. Hier so hin. Natürlich packen wir da auch nochmal einen kleinen Stockpile hin. Ja. 7, 4 von 6. 4 von 6 würde reichen, glaube ich. Und hier könnte man theoretisch einfach mal so, just for fun, so einen Marktkarren bauen, hinbauen. Für Essen. Einfach für Essen. Einfach so. Wobei, eigentlich könnten wir hier sogar, das könnten wir hier auch machen. Für Essen, was in der Nähe hier ist, hier. Genau. So dieses bisschen. Und die Schafe. Obwohl, das ist, glaube ich, eher so für Textilienzeugs. Hier. Hier Schmiedebedarf. Wood, Coal and Iron.
hierhin. Weil das da links manchmal sehr überfüllt ist, muss ich dazu sagen. Okay, wir machen mal eine Massenabholzung. Wir können es uns erlauben. Was ist das denn? Hatte der echt nichts? Okay. Wie sieht's mit den Förster aus? Die sind nicht voll besetzt, sehe ich gerade. Das ist natürlich nicht so gut. Und was hat der für uns? Ach, auch nur Scheiße. Yeah! Es geht voran mit den Schafen. Und auch mit den Hühnern hier, die sind schon vollzählig. Habe ich gar nicht mehr genug Farmer eingestellt? Oh. Ich habe so manches nicht mehr wirklich gut eingestellt, sehe ich gerade hier. Das muss ich jetzt nochmal genau ansehen. Nicht so wichtig. Wenn nur zwei Stück, drei Brauer. Na komm, machen wir noch einen, weil wir haben jetzt Weed. Und das. Und ihr könnt Weed benutzen. So. Die ist kalt. Oh. Ihr könnt jetzt auch 15 Leute arbeiten. Na gut, etwas weniger. So viele Leute habe ich dann doch nicht anscheinend. Reserve Food. Wie viel haben die denn abbauen können? 553 und die können damit wahrscheinlich jetzt durcharbeiten, oder? Haben wir denn hier irgendwo noch Flachs? Ich produziere wohl wirklich zu wenig Holz inzwischen. Ach so, das braucht immer ein Händler. Deshalb sind die... Wird das hier ein bisschen mehr... Dann bringt das doch gar nichts, dass ich hier ein Food... Doch, Food Market bringt was, aber... Hier so ein Schmiedetyp, der bringt's nicht. Eigentlich. Theoretisch kann ich dann eben eine Schmiede bauen, aber das bringt uns nicht viel. Außer wenn ich hier natürlich eine Schmiede abreiße. Weiß ja nicht. Und hier ist einer, der gar keinen Job hat. Es ist ein Farmer. Farmer habe ich 25 von 24 eingestellt. Late Summer und... Okay, dann stelle ich halt hier noch einen ein, mein Gott. Dass es 6 Stück sind. Sollte es eigentlich passen. Ja. Dann baut mal ab. Hopp, hopp, hopp. Ah, so viele Hühner das auch sein mögen. Irgendwie bringt es das nicht so ganz. Aber die Schafe, das werden mehr und mehr. Das ist gut. Wenn ich dir jetzt sage, du, hier sollen zwei arbeiten, wirst du damit... Na, du brauchst Flor, das geht so nicht. Die da unten sind schön am Steine hacken. Inzwischen. Die Kirche ist überfüllt. Haben wir schon 200 Leute? 220 haben wir sogar.
und 55 Häuser nur. Aber sie beschweren sich nicht. Noch sind sie glücklich. Abgebaut wird hier auch nicht. Es könnte langsam mal ein Händler kommen mit dem sogenannten Flor. Und hier bin ich mal gespannt, ob die jetzt den kompletten Flachs abbauen können. Oder es schaffen zumindest. Sechs Leute habe ich eingestellt. Das dürfte doch eigentlich schneller gehen. Was bietet der uns an? Eine Menge, aber Müll. Super. Wir wollten eigentlich diese Folge auch uns darum kümmern, dass wir die Käseproduktion machen, nicht wahr? Tja, das machen wir dann in der nächsten Folge. So. Man sieht sich in den kommenden Videos. Ihr wollt mehr? Na dann abonniert mich doch einfach, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, das würde mich auf jeden Fall unterstützen. Oder zeigt das Video einfach euren Freunden weiter. Pause! Und vielen Dank fürs Schauen!